Im südlichen Teil der Niederrheinischen Bucht, etwa in der Mitte des linksrheinischen Braunkohlenreviers, stehen im Jahre 1978 noch die Bürgewälder, die ebenso dem Tagebau Hambach zum Opfer fallen wie viele angrenzende Ortschaften. Am Nordrand dieser Wälder, ungefähr 35 Kilometer westlich von Köln, liegt der Doppelort Steinstraß-Lich. Zur Zeit der Filmaufnahmen ein Dorf mit rund 1500 Einwohnern. In den 80er Jahren müssen sie mehr und mehr dem Braunkohleabbau weichen und in andere Orte umsiedeln. Viele Dorfbewohner arbeiten noch in der Landwirtschaft mit starkem Rübenanbau, andere in den 4 holzverarbeitenden Betrieben von Steinstraß-Lich. Im Rheinland war das Dorf einmal als Schausteller- und Moppenbäckerort bekannt geworden. Die meisten Anwesen des Ortes sind entlang den Straßen in geschlossener Bauweise aneinandergereiht. Von der Siedlungsform eines der typischen Straßendörfer der fruchtbaren Jülicher Börde. Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist katholisch. Alljährlich begeht die Pfarrgemeinde von Steinstraß-Licht das Fest des Altarsakraments, Fronleichnam. Die Feier findet am Donnerstag nach dem Dreifaltigkeitssonntag statt. Im Festkreis der katholischen Kirche ist dies der einzige Tag, an dem der Pfarrer die konsekrierte Hostie durch den Ort trägt. Das Fest verlangt Vorbereitungen mancher Art. Zum Schmuck der Straßen, durch die der Umzug am Fronleichnamstag gehen wird, gehören unter anderem Straßenteppiche. Als Streumaterial dient in Lich auch gefärbtes Sägemehl. Das Färben findet auf Höfen in der Nähe der Straßenabschnitte statt, die einen Teppich erhalten sollen. Dieser Hof ist unbewohnt. Die früheren Besitzer haben ihn wegen des bevorstehenden Tagebauaufschlusses bereits verlassen. An der Herstellung von gefärbtem Sägemehl beteiligen sich hier Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Mithilfe von Schablonen legt man am Fronleichnamsmorgen die Teppiche aus. Damit sich die Grundflächen und Motive deutlich voneinander unterscheiden, wird Sägemehl in einer dunklen und in einer hellen Farbe vorbereitet. Die aufgeschütteten Sägemehlkegel flacht man zuerst ab und bestreut sie anschließend mit Farbpulver. Danach muss Wasser hinzugegeben werden, damit sich das Sägemehl mit dem Farbpulver verbindet. Es wird so oft gemischt, bis der gewünschte Farbton erreicht ist. Ortsansässige Firmen stellen das benötigte Sägemehl und Farbpulver zur Verfügung. Zu den Arbeiten am Vortag des Festes gehört die Reinigung der Häuser, Gehwege und Straßen. Bereits 1 bis 2 Tage vor Fronleichnam werden Birkenreiser im Gemeindewald bei Steinstraß geschlagen. Am Tag vor dem Fest fährt der Kirchenschweizer zu den Anliegern des Prozessionsweges und verkauft die Maien zu einem Stückpreis von 30 Pfennig. Die Stations- oder Segensaltäre bestehen aus einem Podest, einem Altartisch und einem Altaraufsatz. Früher war es allgemein üblich, entlang des Prozessionsweges 4 Altäre aufzubauen, die in die 4 Himmelsrichtungen wiesen. An den Stationsaltären wurden jeweils der Anfang eines der 4 Evangelien in festgelegter Reihenfolge gesungen und der sakramentale Segen erteilt.
In Lich führt die Prozession zu drei Altären. Dieses Kreuz ist Bestandteil des zweiten Segensaltars, der von Anwohnern aufgebaut wird. Frauen aus der Nachbarschaft stecken bereits am Vortag des Festes die Blumensträuße für den Altartisch. Vor dem Altar wird am Fronleichnamsmorgen ein Teppich ausgelegt. Auch die Fahnenstangen, auf die kleine Kreuze gesteckt werden, sind schon bereitgestellt. Die Frauen und Kinder bringen die vorbereiteten Kerzenständer und Blumensträuße zu einem Hof, der in der Nähe des zweiten Stationsaltars liegt. Von dort aus können sie am nächsten Morgen in kurzer Zeit zum Altar getragen werden. Tannen und Birkenstämme schmücken den Hintergrund des Altars. Hier färben Anwohner Sägemehl für einen Straßenteppich ein. Gut 1,5 Pfund Farbpulver sind zum Färben eines Sacks Sägemehl nötig. Nach dem Mischen wird das Sägemehl trocken gelagert, damit die Streufähigkeit bis zur Verarbeitung am nächsten Morgen erhalten bleibt. Bevor man die Birkenreiser aufstecken kann, müssen zunächst die Stammenden zugespitzt werden. Eiserne Ständer werden in die Bordsteinkante oder den Rinnstein gerammt. Sie dienen als Halterung für die Maien- und Fahnenstangen. Am frühen Morgen des Fronleichnamstages setzen die Dorfbewohner die Ausschmückung des Prozessionsweges fort. In Lich ist es üblich, Wimpelgirlanden quer über die Straße zu spannen. Den Straßenrand säumen neben Maien auch aufgesteckte Fahnen. Manche sind mit religiösen Motiven verziert. Die Fahnen wurden entweder von den Besitzern selbst oder von einer im Ort ansässigen Näherin angefertigt. Musik
Nach Abstimmung mit den Nachbarn der anderen Straßenseite bringen die Anlieger die Wimpelgirlanden an den Häuserwänden an. Auch die Wimpel sind von den Ortsbewohnern selbst genäht. Früher war es in Steinstraßlich üblich, Girlanden aus Tannengrün, die mit Papierrosen geschmückt waren, quer über die Straße zu spannen. Den Anstoß für die Einführung einer besonderen Feier zu Ehren des Altarsakraments gab eine Vision der Augustinernonne Juliana von Lüttich. Bischof Robert führte 1246 das Fronleichnamsfest für die Diözese Lüttich ein. Papst Urban IV. Schrieb es im Jahre 1264 für die gesamte Kirche vor. Mit der Ausbreitung des Festes entwickelte sich die Fronleichnamsprozession. Die erste urkundlich belegte Prozession fand zwischen 1264 und 1279 im Bereich des Stiftes St. Gerion in Köln statt. Im 14. Jahrhundert wurde sie in Deutschland allgemein üblich. Die frühen Fronleichnamsumzüge wurden in Anlehnung an die Flur- und Bittprozessionen gestaltet. Im Laufe der Zeit kamen verschiedene Schmuckelemente hinzu. In Lich bauen viele Anlieger des Prozessionsweges vor ihren Häusern Altäre auf. Als Altartische dienen häufig die Treppenstufen der Hauseingänge, auf denen Webteppiche, Tücher oder Spitzendeckchen ausgelegt werden. Auf die vorbereiteten Altäre stellen die Hausbewohner Kruzifixe, Marien- oder Heiligenfiguren, Kerzenständer, Blumensträuße und Gestecke aus eigenem Besitz. Vereinzelt finden sich auch Bilder mit religiösen Motiven als Altarschmuck. Zuletzt wird der Bürgersteig vor den Hausaltären mit Blüten bestreut. Das Farnkraut und die Blumen für die Blütenteppiche werden bereits 2 bis 3 Tage vor Fronleichnam gepflückt. Vielfach schmückt man auch die Fenster der Häuser, an denen die Fronleichnamsprozession entlangzieht. Die Hausbewohner bauen diese Altäre teilweise schon am Vorabend des Festtages auf. Die Fenster erhalten den gleichen Schmuck wie die Altäre in den Hauseingängen.
Vielerorts führt die Fronleichnamsprozession zu Flur- und Wegekreuzen. In Lich steht einer der Stationsaltäre unter einem alten Wegekreuz, dem sogenannten Lübschenskreuz. Es ist benannt nach der Familie, die das Kreuz früher betreut hat. Heute pflegen es Anwohner. Sie beginnen bereits um 6 Uhr morgens, den Segensaltar herzurichten. Altar, Tisch und Aufsatz sind Eigentum der Kirche. Die Nachbarschaft stellt das Altartuch, die Kerzenleuchter und Blumen zur Verfügung. An dieser Station der Fronleichnamsprozession erteilt der Pfarrer den ersten sakramentalen Segen. Auch den zweiten Altar gestaltet die Nachbarschaft. Der Altarschmuck, wie zum Beispiel die Blumensträuße, stand seit dem Vortag in einem nahegelegenen Hof bereit. Nachdem der Altartisch geschmückt ist, deckt man das Podest und einen Teil der Straße mit Webteppichen ab. Ein breiter Streifen aus Blüten und gefärbtem Sägemehl ziert später die Außenseiten der Teppiche. Der Prozessionsweg wird in der Straßenmitte mit Sägemehlteppichen geschmückt. Diesen Teppich fertigen Nachbarn in Gemeinschaftsarbeit an. Besonders konstruierte Holzrahmen dienen als Schablonen für das Grundmuster. Zunächst streut ein Anwohner das am Vortag gefärbte Sägemehl in die einzelnen Felder der Schablonen. Dann wird es grob gehakt und glatt gestrichen. Ja, dann müssen wir da direkt dran und da tun wir dann eher das sieht. Also ich hoffe, das klingelt. Ja, ich weiß nicht, wie das. In die mittleren Felder drücken Frauen abwechselnd eine Kelch- und eine kreuzförmige Schablone ein. Kleine Kreuze sind das Motiv für die schmalen Felder an den Außenseiten. Die so entstandenen Vertiefungen füllt man im mittleren Teil des Teppichs mit farbigem Sägemehl aus. Ja, jetzt
In die kleinen, kreuzförmigen Vertiefungen in den Randstreifen wird Kalk gestreut und gleichmäßig verteilt. Einen zweiten Sägemehlteppich legen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr auf der Straßenkreuzung aus, in deren Nähe der dritte Stationsaltar steht. Die hier verwendeten Rahmen sind etwa 2 Meter mal 1,50 Meter groß und durch Holzlatten in Längs- und Querrichtung unterteilt. Den Außenrand des Teppichs zieren auch hier kreuzförmige Vertiefungen, die mit Kalk ausgefüllt werden. Anstelle von Sägemehl verwendete man früher neben Blumen auch Papierschnitzel als Streumaterial. Das Papier wurde bei Nässe weniger rutschig als gestreute Blüten. Es stellte deshalb keine so große Gefahr für Fußgänger dar. Zur Ausschmückung des mittleren Teppichabschnitts dient eine kreuzförmige Schablone. Auch hier wird das Kreuz in das Sägemehl eingedrückt und die Vertiefung mit andersfarbigem Sägemehl ausgefüllt. Während die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr den Sägemehlteppich auslegen, richten Anwohner den Segensaltar her. Er ist die dritte Station, an der die Fronleichnamsprozession Halt macht. Der Teppichabschnitt, der dem Altar am nächsten liegt, erhält eine besonders reiche Verzierung. Als Motive für die Mitte des Teppichs dienen Hostie und Kelch, Symbole für den Leib und das Blut Christi. Die strahlenförmige Monstranz, wie auch der Kelch, sind aus gold- und silberfarbenem Metall- oder Riffelpapier geformt und auf Spanplatten befestigt. Die Motive werden so in das Sägemehl eingearbeitet, dass die Spanplatten schließlich nicht mehr zu sehen sind. Während hier Ortsbewohner letzte Vorbereitungen für den Schmuck der Prozessionsstraßen treffen, sind bereits erste Kirchgänger auf dem Weg zum Festtagsgottesdienst.
Eucharistiefeier beginnt um 8 Uhr und leitet das Fronleichnamsfest ein. Anschließend zieht die Prozession als öffentliches Bekenntnis des Glaubens durch die Dorfstraßen. Neben Sägemehlteppichen streuen die Anwohner auch breite Streifen aus Blüten auf die Straße. Jeder Nachbar steuert seinen Anteil an Blumen bei. Die einzelnen Flächen ergeben einen zusammenhängenden Teppich. An warmen oder windigen Tagen besprengt man die Straßen, auf denen Teppiche gestreut werden, mit Wasser. Dadurch welken die Blüten nicht so schnell und können vom Wind nicht weggeweht werden. In den Teppichabschnitten wechseln Blütenmischungen und nach Blütenart getrennte Flächen ab. Bereits 2 bis 3 Tage vor Fronleichnam pflücken die Liecher Farn- und Maiglöckchen im Gemeindewald. Die übrigen Blumen stammen meist aus Privatgärten. Die Farnwedel und Blumen stehen bis zur Herstellung der Streu in Wasser. Dann trennen die Anwohner die Blütenköpfe und Blätter von den Stängeln. Die größeren Blätter, wie auch der Farn, werden zerkleinert. Immer stärkerer Verkehr verdrängte in vielen anderen rheinischen Orten den Brauch, Blumen auf die Straßen zu streuen. In Lich gibt es die Teppiche hauptsächlich auf den Nebenstraßen. Dadurch wird vermieden, dass Fahrzeuge die Streu aufwirbeln. Während der Prozession soll die Gemeinde zu beiden Seiten der Teppiche gehen. Nur der Pfarrer mit dem Allerheiligsten darf die Blüten- und Sägemehlteppiche betreten. Die Feierlichkeiten am Fronleichnamsfest beginnen mit einem Gottesdienst. Nach der Eucharistiefeier trägt der Pfarrer das Allerheiligste in feierlicher Prozession durch die geschmückten Straßen des Ortes. Die Teilnehmer versammeln sich zunächst vor der Kirche. Sie stellen sich in Gruppen auf, die sie später in einer festgelegten Reihenfolge zur Prozession formieren. Die Ordnung, in der die einzelnen Gruppen hintereinander gehen, ist von Ort zu Ort verschieden. Meistens gehen die Kommunionkinder, Schützen und Honoration unmittelbar vor bzw. hinter dem Pfarrer mit dem Allerheiligsten. In Lich führt der Kirchenschweizer die Prozession an. Ihm folgen Messdiener, die ein Vortragekreuz und Kirchenfahnen tragen. Ja.
An der Spitze des Zuges gehen ferner Jugendliche mit Bannern und der Fahne der St. Matthias Bruderschaft. Ihnen folgt die Gruppe der Kinder und Jugendlichen, dann die Frauen und Kleinkinder. An der Prozession nehmen auch Brudermeister der St. Matthias und der Heimbacher Bruderschaft teil. Beide kirchlichen Vereinigungen bestehen seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Brudermeister begleiten die Fronleichnamsprozession als Vorbeter und Vorsänger. Mit ihren Brudermeisterstäben zeigen sie den Teilnehmern den Einsatz für die Gebete und Lieder an. Der Pfarrer, dem die Kommunionkinder und Messdiener vorangehen, trägt die Monstranz mit der konsekrierten Hostie. Schützen der St. Sebastianus Bruderschaft tragen den Baldachin. Vier ältere Schützen und zwei Mitglieder des Kirchenvorstands gehen als Begleiter nebenher. Weitere Bruderschaftsmitglieder, Vertreter der Vereine und Dorfhonoratioren schließen sich der Sakramentsgruppe an. Die übrigen Männer gehen am Ende des Zuges. Die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, das Sünden, verschiedene Zweifel, das sie geliebt haben. Wir sind am Anfang des Wortes in aller Zeit der Ewigkeit. Amen. Die Gläubigen ziehen zunächst am ersten Segensaltar vorbei. Am Ortsende von Lich wendet die Prozession und geht zurück zum ersten Altar, an dem der Pfarrer den sakramentalen Segen erteilt. Ich grüße dich, du Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Liebe uns entzünden wolle. Der Pfarrer mit dem Allerheiligsten geht unter dem Traghimmel. Baldachine wurden seit dem 14. Jahrhundert in die Fronleichnamsprozession übernommen. Sie gelten als Zeichen der Würde. Bei der Ankunft an der Station stellen sich die Prozessionsteilnehmer halbkreisförmig vor dem Altar auf. Die Spitze des Zuges zieht daher am Segensaltar vorüber. Wesentliches Element der Fronleichnamsprozession ist die Monstranz, in der das Allerheiligste durch den Ort getragen wird.
Mit zunehmender Verbreitung der Prozession entstanden Schaugefäße, in denen die konsekrierte Hostie sichtbar ist. Monstranzen können verschieden gestaltet sein, wie zum Beispiel in Form einer Sonne. Nach der Ankunft an den Stationsaltären stellt der Pfarrer die Monstranz in den Tabernakel. Als Unterlage dient das Korporale, ein Leinentuch, auf dem bei Gottesdiensten der Kelch steht. Als Zeichen der Ehrerbietung beweihräuchert der Pfarrer das Allerheiligste. Alleluia. Amen. Nach dem ersten Segen formiert sich der Zug erneut. Die Teilnehmer gehen in der festgelegten Ordnung weiter zum nächsten Altar. Geloben, gebenedeit, das heiligste Sakrament des Altars. Während die Prozessionsteilnehmer unterwegs sind, wartet an der zweiten Station eine Gruppe von Gläubigen auf die Ankunft des Zuges. Gelobt, gebenedeit sei das heiligste Sakrament des Altars. Die Kommunionkinder und Messdiener stellen sich bei allen Stationen zu beiden Seiten des Altarraumes auf. Einige Kommunionkinder tragen während der Prozession religiöse Symbole, wie zum Beispiel Lamm und Kreuz. Vor dem Segen singen die Gläubigen das Lied Tantum Ergo. Es handelt sich dabei um die beiden Schlussstrophen des lateinischen Hymnus Pange Lingua. Sie werden seit dem 15. Jahrhundert zum sakramentalen Segen gesungen. Thank you.
Halleluja. Amen. Im Anschluss an den Segen zieht die Fronleichnamsprozession weiter zum dritten Stationsaltar. Während des Umzugs beten die Teilnehmer den freudenreichen Rosenkranz und singen Sakramentslieder. In vielen Orten gibt es eine musikalische Begleitung der Prozessionen durch den Kirchenchor oder eine Musikkapelle. In Lich ist dies nicht üblich. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, Jesu Jungfrau, geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Segne Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, Jesu Jungfrau, der Frau, die auf der Hast. Ergo sacramento, veneremus ernoi, et antiquum documentum, locus erat ritui, preset fides supplementum, Nachdem die Prozessionsteilnehmer die beiden Liedstrophen des Tantum Ergo gesungen haben, spricht der Pfarrer das dazugehörige Gebet. Die Schützen salutieren während des Segens. Bevor der Pfarrer sich der Gemeinde zuwendet und den sakramentalen Segen spendet, knien die Gläubigen nieder. Nach dem dritten Segen zieht die Fronleichnamsprozession zurück zur Kirche. Früher machte der Umzug in Steinstraß-Lich an vier Stationen Halt. Die Prozession ging durch beide Ortsteile und dauerte etwa 3 Stunden. Anfang der 70er Jahre wurde die Wegstrecke verkürzt. Seither zieht die Fronleichnamsprozession nur noch durch den Ortsteil Lich. Den vierten Segen, der zugleich der Schlusssegen ist,
erteilt der Pfarrer in der Kirche. Den Prozessionsweg sichern Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Als der Umzug noch durch Steinstraß und Lich ging, ritten 2 bis 3 Schützen an der Spitze des Zuges und sorgten für einen geregelten Ablauf. Nachdem die Prozession durch die geschmückten Straßen gezogen ist, bauen Anwohner die Stations- und Hausaltäre ab. Auch die aufgesteckten Fahnen, Birkenreiser und Wimpelgirlanden werden noch vor der Mittagszeit wieder entfernt. Die Wegstrecke ist während des Umzugs für den Durchgangsverkehr gesperrt. Unmittelbar nach der Prozession müssen die Straßen gereinigt werden, damit der Verkehr wieder ungefährdet fließen kann. In Steinstraß-Lich findet die Fronleichnamsprozession nur noch wenige Male statt. Wegen des Tagebauaufschlusses Hambach müssen die Bewohner des Ortes umsiedeln. Das Dorf Steinstraß-Lich wird es in wenigen Jahren nicht mehr geben.